So Freunde, willkommen zum Unboxing meiner Vitrinebestellung. Wir haben insgesamt 8 Pakete. Das ist meine Hauptbestellung gewesen dieses Jahr bei der Vitrine. Und deswegen würde ich mal sagen, lassen wir uns keine Zeit verlieren. Und wir unboxen ein Paket nach dem anderen. Also, wir sehen uns gleich beim ersten Paket. So Freunde, wir öffnen das erste Paket. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir Müll. Ah, dann haben wir hier eine Leslie, glaube ich, oder? Weiß ich auch nicht. Wie steht denn drauf? Katan, eine Katan Below 11. Ja. Kann man schon mal wegpacken. Dann haben wir hier eine Lucky 9 von Xplode. Dann haben wir hier das Pin-Up, auch von Xplode. So, wir schauen gleich mal weiter. Wir haben hier eine Ramp oder eine Rampe von Gao. Ja, eine Rampe von Gao. Wir machen weiter mit Müll. Dann jetzt hier weiter mit einer Pirat von Jorge. Also wie gesagt, wir machen das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich denke mal, das wird sonst zu langweilig für euch. Hier haben wir einen schönen fetten Kasten, und zwar die Botox von Xplode. Ja, also ist wirklich ein riesen Kasten für die Größe. So, wir machen weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben noch eine Golden Palm von Leslie, der Showbrick Serie. Immer noch schön, für 6 Euro die Batterie, kann ich mich echt empfehlen bei der Vitrine. So, wir machen weiter. Hier haben wir eine Psychobilly von Xplode. Das sind kleine Heulerchen, soweit ich weiß. So ähnlich wie die Moskitoschwarm. So, tja Freunde, da war das erste Paket auch schon Alete. Ich baue um und dann sehen wir uns im zweiten Paket. Müll. So. Es geht gleich weiter mit der Leslie Showbrick Serie. Hier haben wir die Glitter 19. Ja. Auch wieder eine 6 Euro Batterie. Wie gesagt, kann ich euch alle empfehlen für 6 Euro. Könnt ihr überhaupt nicht verkehrt machen. Und die habe ich jetzt schon ein paar Mal bestellt bei der Vitrine. Wir haben hier noch eine Neuheit, und zwar die Oxygen von Leslie. 25 Schuss Pyromult Batterie. So. Dann haben wir hier noch eine Showbrick Serie, und zwar die Mixed 19. Wie gesagt, die finde ich auch immer noch sehr gut. Schöne Blinkereffekte vor allen Dingen. Wir machen weiter mit kleinen Batterien von Xplode. Hier haben wir den Punk. Wie gesagt, die kleinen Batterien werden wir alle mal zusammen testen. Wir werden immer so Dreier-Videos machen. Hier haben wir noch eine kleine 9-Schuss-Batterie von StarTrade. Ja, wollte ich einfach mal gucken. Das Knallmonster hat jetzt 6 Euro gekostet, und mal sehen, ob es das überhaupt wert ist. Ja, also es ist jetzt keine unbedingt kleine Billigbatterie. So, dann haben wir hier eine Core, The Core von Xplode. Soweit ich weiß, ist das eine Fächer-Fisch-Batterie. War auch sehr günstig, 3 oder 4 Euro. Und geht's weiter mit einer Xplode Green Fingers. Ja. Aber wie gesagt, alle Batterien sind eigentlich so mal zum Testen gedacht. Ihr seht sie ja dann zu Silvester. Beziehungsweise ich sehe sie zu Silvester, und ihr ja dann im Laufe des kommenden Jahres. Genauso wie die Sunburn von Xplode. 2 Stufen Goldbatterie, 49 Schuss, sehr schwer. Ja. So, dann ist dieses Paket auch schon wieder Alete. Dann nehme ich euch mal mit rüber zum nächsten Paket. So. Und weiter geht's. Keine Zeit verlieren, Zeit ist Geld. So, dann schauen wir mal rein hier. Müll. So, dann haben wir hier das Color Selection von Nico.
Das war dann bestimmt dieser bunte Beutel von der Vitrine. Den habe ich eigentlich bestellt, also das habe ich hier überhaupt nicht bestellt. Das ist auch schon sehr zerdrückt. Wir haben hier Cobra 6R Silber. Und wir haben Cobra 6 BP Silber. Also einmal die Reiber-Variante und einmal die normale. So, was haben wir hier Schönes? Ach ja, eine Adrenalin-Bomb von Leslie. Dann machen wir hier mal die zwei Porridge. Porridge Nummer 1 und Porridge Nummer 2 von Xplode. So, dann haben wir hier nochmal zum Testen, weil ich habe es noch nie getestet. Ich wollte es einfach mal mitnehmen. Das, was sieht man ja nicht, das Silvestergewitter von Xplode, glaube ich, oder? Genau, Xplode. Sind ja diese schlechten Böller, aber trotzdem wollte ich einfach mal probieren. So, dann haben wir hier eine kleine süße Seelenbatterie von Pyromax. 20 mm, 9 Schuss. Ja, also wirklich klein und süß. Dann haben wir hier einmal die Lucky 8 von Nico. Crackling-Bälle mit 12 Gramm NEM das Stück. So. Wir machen weiter. Huch, das ist ja doch ganz schön. Jetzt habe ich euch ganz schön mitgenommen. So, wir haben hier einmal das Bada Bang Bada Boom von Leslie, Neuheit dieses Jahr. Und ja, sehen wir dann auch zu Silvester. Die NEM haben wir hier mit 91 Gramm auf 4 Stück. Sehr viel. Über 20 Gramm. So, dann haben wir hier noch die Sputniks von Leslie. Auch hier 4 Bombenrohre und 80 Gramm NEM. Da. So, ein bisschen Platz machen hier. So, weiter geht's. Was haben wir hier drin? Was Kleines. Noch einmal die Jackie Chan. Kleine Zirkumblitze sozusagen. Kleine Wirbels. Und dann haben wir hier eine richtig große Batterie. Wartet mal kurz. Oh, Alter, ich wusste euch, dass die so groß ist. Das ist die Heartbeat. Also die habe ich nicht so groß in Erinnerung. Alter, das ist ja ein Riesenklopper. Und auf jeden Fall war es auch sehr günstig. Also ich glaube 11 Euro oder so. Also da könnt ihr echt nichts verkehrt machen. So, da ist der Karton auch wieder leer gewesen. Machen wir gleich mal weiter mit der 2 von 6. Da müsste das draufstehen, das drin sein, was draufsteht. So. Ja. Ja, hier ist genau das drin, was draufsteht, und zwar 3x10er Luftblitz. Haben wir 3x mitgenommen, weil... na, so kann man es besser sehen. Haben wir 3x mitgenommen, weil es im Angebot war für 22 Euro. Ist ein kleines Verbundbrett mit 96 Schuss. Kostet sonst 35 Euro, und dann dachte ich mir, na, für 22 Euro schießen wir die 3x zum Müllohrfeuerwerk. Gleichzeitig natürlich auf Schlag und... Die können wir ja so lange da drin lassen, ne? Also, kommen wir dann gleich zum nächsten Paket. So, nächstes Paket, neues Glück. Zack. 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 Schönes Verpackungsmaterial. So, dann sehen wir uns schon mal 5-mal die gleiche Batterie an, aber erstmal die hier. Das hier ist die Knuckles von Xplode. Kostet 4,50 Euro. Bei der Vitrine zumindest. So, und hier haben wir dann für ein Spezial, was wir noch vorhaben, 5-mal die Moscow Mania. Ja, war im Angebot für 12,50 Euro, und da dachte ich mir, für den Preis müssen wir sie mitnehmen. Also, Freunde, wir schauen uns gleich dann mal das nächste Paket an. Zack. 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 Oh, eine Menge Verpackungsmaterial.
Nee. Ja, haben wir jetzt hier schon wieder einmal so ein Color Selection, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich das für eine Vitrine bestellt. Ach, dann wird es das gewesen sein oder als Ersatzartikel, keine Ahnung. So, wir haben hier zweimal Lessie Bullpack. 1 und 2. Habe ich mir einfach mal nochmal gegönnt, weil die Teile sind echt lustig. Und für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Hier haben wir nochmal eine Catan Below Earth. Kommt mal dahin. So, dann haben wir hier eine Gao Menschen Batterie. So, dann haben wir hier ein sehr schön zerdrücktes Extreme Loud Single Shot Mamma Mia. Da müssten bloß 3 Stück drin sein und so. Die Verpackung sieht echt scheiße aus, ganz ehrlich. So, 54 Gramm auf die Single Shots. Wie gesagt, Catan, glaube ich zumindest. Mamma Mia Single Shots. So, dann haben wir hier nochmal einmal das Sirenenfeuer, also 200 Schuss Heulerbatterien. Einfach mal mitgenommen zum Wegzünden, sag ich jetzt mal. So, dann haben wir hier wie letztes Jahr nochmal Witte Thunderstorm. Da sieht man nicht viel drauf auf dem Karton. Ist halt wirklich einfach nur ein Karton sozusagen. So, dann haben wir hier hoch eine Panda Lone Wolf. Da müssten 3 insgesamt kommen, weil ich habe 3 Stück bestellt, also müssten noch 3 kommen. Ist auch wieder für ein Projekt. Dann haben wir hier die dritte Witte Thunderstorm. Hier haben wir noch eine Metal von Xplode. Auch sehr günstig gewesen. Nochmal dieses Silvestergewitter. Gewitter. Wo war denn das Gewitter? Und einmal Zuckerpüppchen von Lessie. So, Karton leer und wir sehen uns gleich beim nächsten Karton. Nächster Karton, nochmal. Hoch, sorry. So. Nächster Karton. So. Ja. Dann haben wir hier, wie gesagt, die anderen 2 Lone Wolf Batterien von Panda. Die brauchen wir, wie gesagt, für was Bestimmtes. So, dann haben wir hier diese Dynamite von Pyro Factory, Dynamite Böller. Wir haben die Diabolo von Pyro Factory. Dann haben wir hier die 4er Vulkane von Jorge. 4 kleine Vulkane sind das. Dann haben wir hier den Mega Böller, auch glaube ich von Xplode, nee, Pyro Factory. Dann haben wir die Jorge Cracker Fontänen, die so 2 Minuten brennt, so vor sich hin quäkeln. Nochmal einmal Luftheuler von Funke. So, und dann haben wir hier einmal die Danger von Xplode. Dann haben wir hier eine Burst von Xplode. Dann eine Gizmo von Xplode. Und nochmal eine Pin-Up. So, dann schauen wir uns das größte und letzte Paket auch noch an. So, ziehe ich euch mal ein bisschen weg. So. So, letztes Paket für dieses Unboxing. Verpackung. Ganz viel Verpackung. So. Ihr habt schon mal einen schönen Sneak Peek. Hier haben wir ein Komet Take It Raketensortiment. Haben wir bekommen für 6,66 €. So. Ganz viele kleine Batterien. So, schauen wir hier erstmal. Hier haben wir noch eine Gizmo. Auch wieder von Xplode. Dann haben wir hier die Proton von Xplode. Wie gesagt, wir haben alle kleinen Batterien mal getestet.
Auch um mal unsere Sektion der 5-Euro-Batterien mal zu erweitern. Hier haben wir eine Nor, oder wie man das ausspricht, von Katan. So, wir haben hier noch zweimal die Metal von Xplode. Wir haben hier einmal Feuerwerksvitrine Eigenmarke Bombenstimmung. Ja, NEM 112 Gramm, kostet 4 Euro. Mal schauen, was die kann. Dann geht's weiter mit einem Spaceman von Katan. Soweit mich nichts täuscht. Ich denke es zumindest. Ja, Katan. Wie gesagt, Spaceman von Katan. So, dann haben wir hier nochmal kleine Batterien. Hier nochmal die Burst. Und den 45er Colt. So, dann schaut mir hier eine Funke-Batterie entgegen. Und zwar die Lemon Blue von Funke. Preislich 8 Euro. Und hier haben wir noch eine Red Blue von Funke. Auch preislich wieder 8 Euro. So. Dann haben wir noch eine Leslie Vitali. Ja, 10 Euro, dachte ich mir, nimmst du noch mal mit. Hatten wir ja schon mal ein paar Mal. So, es geht weiter mit der Crisboss. Crisboss Palm Batterie von Xplode. Dann eine wirklich kleine süße Gobi. Gobi von Jorge. Kleines Kaliber. Bin mal gespannt, was da rauskommt. So. Dann haben wir noch eine Metal von Xplode. Dann haben wir hier eine Alarma. Alarma im Dharma. Auch von Katan. So. Die Spider 20, ja, Sonderpreis 4 Euro, das sind zwei Leitwerkraketen. Dann haben wir hier von Sweet Fireworks eine Mathem 25 Schuss, mal sehen wie die so ist, war auch unter 10 Euro, ich glaube 7 Euro. Und dann haben wir hier noch eine Mysterious Ray, auch von Katan, 42 Schuss, bin ich mal gespannt. Und zu guter Letzt haben wir eine Heron PSP 3.1a. War im Angebot für 20 Euro, deswegen nehmen wir uns die Teile mal mit. Gut, Freunde, das war's von diesem Unboxing. Ich hoffe, diese schnelle Variante hat euch auch mal gefallen. Oh, ich bin um. Ah, Hilfe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die schnelle Variante hat euch auch mal gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und Finger dreckig.